Hey Leute, Couch Steph hier und heute schauen wir uns an, kann man mit Pamela Reif Workouts einen Booty aufbauen? Also wirklich einen runden Hintern formen, was ja viele Mädels, die das Training machen, irgendwo auch wollen, sonst würden sie es nicht klicken. Und da Pamela Reif eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, sogar aus Baden-Württemberg kommt, schauen wir uns an, was sie so macht. Ganz wichtig, ist kein persönlicher Angriff gegen sie als Person. Ich habe sie tatsächlich einmal getroffen, ist ein paar Jahre her auf der FIBO. Da war ich mit Thaddäus unterwegs, da haben wir dann mit ihr geredet. Und sie hat tatsächlich jedem in der Gruppe so Hallo gesagt und war komplett offen, was absolut nicht selbstverständlich für Influencer sind. Also sie war da echt nett und normal, von daher da überhaupt kein Diss an der Stelle, richtig gut. Aber wir wollen ja heute objektiv einfach nur Training und Workout anschauen. Denn, wie Peter Parkers Onkel Ben so schön gesagt hat, mit großer Macht geht auch große Verantwortung einher als Influencer mit Reichweite. Gewollt oder ungewollt muss man halt schon gucken, dass man die richtige Message rausbringt. Deswegen habe ich heute Daniel hier am Start. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Er hat auch sehr gute fachliche Qualifikationen und bei ihm ist so, ich frage ihn, wenn ich bei mir einem Thema nicht ganz sicher bin, einfach nochmal um Absprache zu halten, was ist seine Meinung dazu, vielleicht bringt er nochmal einen anderen Blickwinkel drauf und daher schön, dass du heute da bist. Und bevor wir mit dem Video starten, Shoutout an Smilodogs, sie sind nämlich der Sponsor des heutigen Videos mit freshen Sportklamotten, Hoodies, T-Shirts, Outfits für Mädels und für Jungs mit meinem Gutscheincode immer den besten Deal. Ich verlinke euch das unten in der Infobox, zieht euch rein, vielleicht ist was für euch dabei. Wir fangen mit dem ersten Video an. Der Titel ist 10 Minuten Booty Pump, Set Your Butt on Fire and Make It Grow. Und dann schauen wir mal, ob der Claim auch tatsächlich auf dieses Video zutrifft. Wir drücken jetzt einfach mal drauf, gucken uns die Übungen an, geben da so ein bisschen unseren Senf dazu und dann schauen wir mal. Wir haben hier die erste Übung. Abduktoren im Sitzen mit einem Miniband um die Knie. Daniel, was sagst du dazu? Ja, also das ist ja gerade die Übung, die irgendwie gerade durchs Netz geht. Also wir haben hier einfach jetzt schon mal biomechanisch die Herausforderung, dass der Po so überhaupt gar nicht richtig arbeiten kann. Ne? Jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, aber wenn ich die Übung mache, dann spüre ich ja meinen Po. Das liegt ganz einfach daran, dass der Piriformis-Muskel hier sehr stark beansprucht wird. Der Piriformis-Muskel liegt direkt unter dem Po. Da zeigt sie auch gerade drauf, also da, wo sie drauf zeigt, das ist der Piriformis-Muskel, der wie gesagt unter dem Gluteus Maximus sitzt. Und da halt sehr stark beansprucht wird. Und der Gluteus Maximus ist ja eigentlich der Muskel, den wir trainieren wollen, wenn wir unseren Po, unseren Hintern aufbauen wollen. Ist vom Volumen her der größte Muskel des menschlichen Körpers, links und rechts. Und er macht in seiner Hauptfunktion eigentlich die Streckung des Beines nach hinten. Also wir haben einen kleinen Teil vom Gluteus Medius noch dabei. Aber wie du schon gerade gesagt hast, also der Gluteus Maximus macht über 2/3 des gesamten Po-Volumens aus. Wir skippen weiter, dann haben wir die nächste Übung und zwar Fire Hydrant. Sie ist im Vierfüßler, der pissende Hund, so nennen wir es. Immer, gibt verschiedene Namen für alle möglichen Übungen. Und da macht sie im Prinzip, ist dieselbe Bewegung? Genau dieselbe Bewegung, nur dass sie jetzt halt in einer schlechteren Position ist, was den Rumpf angeht. Also wir sehen, sie ist in einem sehr, sehr starken Hohlkreuz. Das heißt, da fehlt einfach auch die Rumpfspannung, was dann letztendlich zu Problemen im unteren Rücken führen könnte, wenn man das so ausführt. Ja, also falls ihr es daheim nachmacht, guckt, dass ihr immer Rumpfspannung habt, dass ihr mit dem Core stabil seid. Und ansonsten haben wir auch hier den Piriformis drin. Das ist genau dasselbe in grün. Wir haben hier die nächste Übung, Squat Hold, also Kniebeuge halten, auch hier wieder mit der Abduktion. Und ihr werdet wahrscheinlich merken, ist auch wieder genau dasselbe Prinzip. Wobei jetzt hier zumindest ja noch der Gluteus Maximus irgendwie isometrisch, also haltend auf Spannung kommt, aber... Genau, weil in der Kniebeuge, in der untersten Position, da muss der Gluteus arbeiten. Deswegen sind Kniebeuge ja eine gute Übung. Aber wenn ich sie jetzt unten halte und dann trotzdem eigentlich die Abduktion mache, dann halt auch wieder nicht. Als nächstes, oh, guck mal. Pee the tree. Sag doch, der pinkelnde Hund. Ja. Ja, ist auch wieder dasselbe, nur im Stehen. Ist eigentlich alles bisher dasselbe. Ja. Aber will ich, wenn ich den Hintern aufbauen will, den Gluteus Medius und Minimus trainieren? Ist halt die Frage, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und wie viel macht das in Relation letztendlich aus? Also der Fokus, der Großteil sollte auf dem Gluteus Maximus liegen. Also es ist ganz klar und den haben wir bis jetzt noch gar nicht drin gehabt. Und wir sind schon jetzt zur Hälfte des Workouts. Okay, jetzt haben wir die Glute Bridge. Hier einfach die Hüfte nach oben stoßen, das ist ja im Prinzip auch wie ein Hip Thrust, nur dass eben der Oberkörper auf dem Boden liegt. Das ist doch jetzt für den Gluteus Maximus. Genau, das ist jetzt eine Übung, die kann man definitiv machen. Ich würde sie ohne Miniband machen. Warum kein Miniband? Das verstehen viele nicht.
Das Miniband hat folgende Probleme. Zum einen hier drückt unser Gelenk ja nach außen. Wir wollen aber mit unserem Gelenk ja uns in dieser Ebene bewegen. Das Miniband bringt einfach eine andere Ebene noch mit, dazu. Das heißt, unser Gelenk müsste quasi in zwei Richtungen gleichzeitig. Das ist schon mal A, nicht so sinnvoll. B ist tatsächlich so, dass wenn wir diese Bewegung jetzt spezifisch machen, es für den Faserverlauf besser ist, wenn die Beine leicht nach innen kommen, wenn wir uns hochdrücken. Das wissen auch ganz viele nicht. Somit haben wir quasi zwei Faktoren, die jetzt diese Übung ineffizienter machen, wenn wir sie mit Miniband machen. Was ich sehe, macht Pam jetzt hier eigentlich super. Ich sehe halt häufig, dass Mädels es machen und durch dieses Miniband gar nicht ganz hochkommen und gar nicht ganz runterkommen, weil das Band einfach zu stark eingestellt ist. Weil sie denken, ja gut, wenn ich ein stärkeres Band habe, bringt es mehr. Aber eigentlich mache ich dadurch weniger Range of Motion und habe weniger Trainingsreiz auf meinem Gluteus Maximus. Okay, und dann kommen am Ende nochmal dieselben Abduktionsübungen. Und das war das Workout mit 10 Millionen Aufrufen. Was sagst du? Gut? Schlecht? Wenn wir jetzt das auf bezogen auf Make It Grow, sind das halt alles keine Übungen, die den Po wirklich dabei unterstützen, rund oder groß zu werden, weil wir halt auch hier kaum Gluteus Maximus dabei haben und ihn auch dann hier nicht wirklich in einer, mit einer notwendigen Intensität treffen können. Wir schauen uns das nächste Workout an. Ist tatsächlich gar nicht so lange her. 10 Minuten Bombastic Booty, Activate Your Butt Muscles and Make Them Grow. Einfach weil da nochmal andere Übungen drin sind, ein anderes Workout, dass man einfach viele verschiedene Einflüsse hat. Und wir schauen auch hier wieder einfach drauf, was zeigt uns Pam an tollen Übungen und kann man damit wirklich seinen Hintern zum Wachsen bringen. Wir starten hier mit Kickbacks, also das Bein hinten hoch mit dem Widerstandsband. Und hier muss ich sagen, das ist eine super Übung, einfach weil wir hier genau die Funktion vom Gluteus Maximus drin haben. Also eine Extension in der Hüfte, das Bein geht hinten hoch gegen das Widerstandsband, also auch gegen Widerstand. Muss man sagen, ist richtig gut. Wenn ihr es daheim nachmacht, auch hier wieder aufpassen, dass ihr den Rumpf anspannt, weil wie gesagt, ab 10 Grad kommt dann der untere Rücken, den brauchen wir hier nicht drin. Okay, hier haben wir jetzt Hold und dann In and Out. Was sagst du zu der Übung? Ja, also das Halten von mir aus, aber das In and Out hat an sich überhaupt nichts mit dem Po zu tun, weil also hier der Widerstand komplett falsch gegen die, also entgegengesetzt ja. Der Bewegung arbeitet. Man sieht auch hier ganz gut, sie arbeitet viel mit dem Rumpf mit. Ja. Hol es jetzt nicht aus. Es ist keine Abduktion in der Hüfte tatsächlich, weil sie mit dem Rumpf gegengleicht. Also die Übung würde ich jetzt auch streichen tatsächlich. Wir haben jetzt hier wieder den Fire Hydrant, auch mit Pulses, hatten wir schon besprochen. Dann hier die nächste Übung und zwar Leg Lifts. Reverse Hyperextension finde ich ehrlich gesagt eine gute Übung, nehme ich auch gerne rein. Man muss halt hier klar sagen, idealerweise macht man es auf einer Bank, auf einer Erhöhung, dass man auch wirklich mit den Beinen erstmal runtergehen kann und dann wieder hinten hoch, damit man eine größere Range of Motion mitnimmt, der Gluteus auch wirklich arbeiten muss. Wenn man jetzt natürlich keine Bank, nichts zum drüberlegen hat, auf dem Bauch, besser als nichts. Das Ganze hier noch links, rechts im Wechsel, finde ich auch eine coole Variation. Ich bin immer ein Freund von Variationen. Es muss ja auch irgendwo Spaß machen und nicht immer dasselbe sein. Von daher, sowas finde ich dann auch tatsächlich cool. Haben jetzt hier Tiny Frog Kicks, ist im Prinzip dasselbe, nur mit gebeugten Beinen. Dadurch wird es halt ein bisschen leichter. Dann haben wir hier im Sitzen wieder die Abduktoren. Selbes Spiel wie vorhin. Hier, nächste Übung, Good Mornings. Ist eine bekannte Übung, die auch viele Leute machen. Ich nehme sie selber gar nicht gerne rein. Ich gebe sie auch ungern Leuten, weil du brauchst schon ein gutes Körpergefühl, um auch wirklich mit dem Hintern zu arbeiten und dir nicht alles aus dem unteren Rücken zu holen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn viele Jungs oder Mädels das daheim nachmachen, dann merken die auch eher ihren unteren Rücken. Also Good Mornings im Sitzen machen für den Po an sich überhaupt nichts. Dann haben wir hier einfach isometrisch halten gegen das Widerstandsband, auch wieder Piriformis statt den Gluteus. Und das war's. Machen wir hier kurz mal ein Zwischenfazit. Wir haben jetzt zwei Workouts angeguckt und die waren alles andere als optimal, muss man leider sagen. Jetzt stellt sich die Frage, was muss ich denn machen dann, um einen Booty aufzubauen? Und hier ist die Intensität ganz wichtig. Ihr müsst euch so vorstellen, Intensität und Umfang stehen sich immer gegenüber. Trainiere ich sehr hart, dann kann ich das nicht sehr lange machen. Denn wenn ich etwas sehr lange machen kann, dann ist es nicht hart genug. Und für Muskelaufbau ist aber immer eine gewisse Intensität nötig. Also so der submaximale, man sagt auch Hypertrophiebereich. Wenn man jetzt im Fitnessstudio mit Gewichten arbeitet, dann sind es so 6 bis 12, 8 bis 10 Wiederholungen. Und auch zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet euer Körper ja auch nicht anders. Dem ist es egal, wo der Widerstand herkommt. Ob es ein externes Gewicht ist oder die Schwerkraft. Wenn ihr von einer Übung
hier 60 Sekunden durchhalten könnt und noch Pulses hinterher, dann ist es einfach sehr umfangreich, aber nicht intensiv genug. Und nicht falsch verstehen, als Anfänger kann das natürlich ausreichen, weil da ist auch das intensiv genug. Aber du kommst halt dann einfach schnell ans Ende und wirst mit solchen Übungen, mit dem eigenen Körpergewicht halt irgendwann nicht mehr weiterkommen, weil du es nicht schaffst, intensiver zu trainieren. Du schaffst vielleicht länger oder mehr Wiederholungen oder dass es von der Anstrengung her du länger aushältst, aber das ist halt dann Kraftausdauer und nicht mehr die Hypertrophie, in der wir eigentlich hinwollen. Was sagst du dazu? Hast du noch was du reinschmeißen willst? Vielleicht ein Punkt, weil viele Leute, und das ist eine Frage, die ich häufig bekomme, sagen, ja, aber das Workout ist ja anstrengend und diese Anstrengung wird mit Intensität gleichgesetzt, aber das ist ja nicht der Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge mit 100 Kilo machen kann, dann muss ich meine Intensität ja daran messen, weil ich könnte jetzt zum Beispiel 100 Kniebeugen mit Körpergewicht machen und das ist anstrengend, aber gemessen an dem, was ich an Intensität leisten kann, nicht intensiv. Das heißt, dementsprechend habe ich ja da den Muskelaufbaureiz nicht. Es gibt ein Trainingsprinzip. Trainingsspezifische Reize haben eine trainingsspezifische Anpassung. Wenn ich mit viel Gewicht arbeite im Hypertrophiebereich, dann habe ich Muskelaufbau als Anpassung. Wenn ich 100 Bodyweight-Kniebeugen habe, dann habe ich die Anpassung dahin, dass ich kraftausdauernder werde. Aber das hat ein anderes Resultat zur Folge. Nur weil es beides anstrengend ist, kommt nicht das beide am Ende raus. 15 Minuten Booty plus Equipment. Weight, Booty Band, Build a Round Butt. Schauen wir mal. Sie hat schon ihr Widerstandsband um die Knie und die Hantel in der Hand. Also erste Übung, Squats, Kniebeugen. Und da muss ich sagen, das ist so die erste Übung, wo ich sage, tipptopp. Ohne Band wäre es besser. Ohne Band wäre es besser. Aber ansonsten. Jetzt die nächste Übung, Weight Swings. Im Prinzip sollst du ein bisschen Kettlebell Swing simulieren, was wir hier mit der Kurzhantel macht. Und da muss ich sagen, da ist es nicht so cool. Beim Kettlebell Swing ist der Sinn dahinter, dass du echt viel Gewicht nimmst. So eine 32er oder zumindest eine 24er. Sonst schwingt die ja gar nicht. Ja, wie man hier sieht, da ist kein Schwung drin. Sie macht einfach nur die Bewegung. Aber sie muss nicht von unten dieses Gewicht mit einer hohen Spannung im Gluteus nach vorne bringen. So eine dynamische, explosive Bewegung, wie man bei einer Kettlebell eigentlich haben will, geht mit der Kurzhantel halt nicht. Und deswegen würde ich die Übung nicht empfehlen, mit einer Kurzhantel zu machen. Und man sieht ja auch, sie geht hier ganz nach oben, wobei man sagen muss, sobald die Hüfte ja einigermaßen gestreckt ist, ist der Gluteus raus, der Rest kommt aus den Schultern. Ist ja nicht falsch, aber will ich es eigentlich nicht. Dann haben wir hier wieder diesen Fire Hydrant. Kommen jetzt hier zu den Sumo Squats. Und das ist tatsächlich eine Übung, die sehe ich häufig bei Mädels. Die denken aber, desto breiter man steht, desto mehr trainiert man den Hintern. Was sagst du? Ja, das ist nicht der Fall. Also zum einen, wir haben wieder das Miniband. Zum anderen, wenn ich jetzt in diesen Sumo-Stand gehe, dann ist die Faserrichtung des Muskels wieder suboptimal für den Gluteus Maximus. Das heißt, ich kann ihn einfach schlechter rekrutieren. Und je schlechter die Rekrutierung ist, desto weniger Reiz entsteht einfach. Weil wir haben hier jetzt einfach einen verstärkten Reiz auf die Innenschenkel, die Adduktoren sozusagen, was ja nicht an sich verkehrt ist. Nur wieder, wenn wir uns die Frage stellen, okay, wie können wir am effizientesten Muskeln aufbauen im Booty, dann ist das einfach wieder nicht die beste Übung dafür. Und haben wir in der nächsten Übung Jump Squats. Und ich finde die Übung cool, die mache ich auch tatsächlich gerne. Einfach nur mal ein bisschen was Explosives reinzubringen. Braucht man das für einen Muskelaufbau? Nee, macht Spaß, ist eine coole Übung, finde ich ja. Ist es so schlecht wie jetzt so ein Fire Hydrant? Nee, ist es nicht. Ich weiß, du zuckst schon wieder, willst das Miniband raushaben. Jetzt sag ich. Ich will auch die Sprünge raus. Er will auch die Sprünge raushaben. Aber da, ja, also, da können wir diskutieren. Da können wir diskutieren. Bei Sprüngen können wir gerne diskutieren. Deswegen da finde ich, Pam kann es drin lassen. Ich finde es super. Und wenn du was anderes sagst, okay, ich verstehe dich, aber ich verstehe auch den Spaßfaktor hier irgendwo. Absolut. Und deshalb, ne, ich bin ja da ja pingeliger als du. Von daher, aber ich bin da bei dir. Kommen wir zur nächsten Übung, Side Squats. Die finde ich auch richtig super, auch von der Ausführung her, Knie nach außen drücken. Man muss aber sagen, dadurch, dass man sich durch diese Position auch so leicht nach vorne neigt, weil man vielleicht nicht beweglich in der Hüfte genug ist, spüren die meisten Leute wahrscheinlich eher den Quadrizeps, also die Oberschenkelvorderseite und gar nicht wirklich den Hintern. Ich gebe das eher als Quadrizepsübung tatsächlich, die Side Squats, als wirklich für den Hintern. Wichtig, wenn ihr es nachmacht, neigt euch nicht so weit nach vorne. Weil gerade wenn man in der Hüfte nicht beweglich genug ist, holt man sich's aus dem Oberkörper, merkt dann vielleicht auch den unteren Rücken, wie eben auch hier
durch diese Vorbeugung. Also da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen. Wir haben die nächste Übung, ein Jump mit rückwärts Frog Walks. Und ich muss auch sagen, ich finde die Übung cool. Wir haben hier eine Extension in der Hüfte durch den Sprung, durch den Lauf nach hinten hat man auch so ein bisschen Koordination drin. Ich würde die Übung auf jeden Fall in ein Workout reinbauen. Das Problem ist, baue ich damit den Hintern auf? Nein. Kann man mit Pams Workouts jetzt ein Booty aufbauen? Rund, knackig, straff? Ja oder nein? Was würdest du sagen? Nein. Aber du kannst als Einsteiger, Anfänger gewisse Fortschritte machen. Gut, wenn du vorher nichts gemacht hast oder nicht ganz so viel gemacht hast, dann hast du ja durch Beginn der Pam-Workouts jetzt eine Intensität, die war vorher nicht da, da passt sich der Körper ja auch hingehend an. Aber es ist halt anhand der Übungsauswahl, der Intensität, der Wiederholungsbereiche, ist halt zu viel Kraftausdauer, du wirst damit nicht an dein Ziel kommen. Und jetzt ist halt die Frage, mache ich, was mir Spaß macht, ich verbrenne ein paar Kalorien, nehme ein bisschen ab, komme in Form, merke auch, da tut sich was. Ja, vollkommen. Deswegen hat sie auch Erfolg damit. Sonst würde sie wieder nicht so groß werden, wenn es wirklich gar nichts bringen würde. Aber es bringt halt nicht das, was der Titel halt hergibt oder was die Leute halt denken. So dieses typische Instagram... Pfirsich-Emoji. Daran... Pfirsich-Emoji, das bringt es halt absolut nicht. Da muss man halt wirklich ehrlich sein. Ja, und so ein Titel dann wie Build a Round Butt... Make it grow oder ja, make them grow, das ist halt echt dann ein bisschen irreführend, aber ich verstehe es, ist halt das YouTube-Game, man muss halt einen coolen Titel, coole Thumbnails benutzen, damit die Leute klicken. Die Frage ist halt, erweckt das jetzt falsche Erwartungshaltungen? Wie manipulativ ist es? Einerseits spielt jeder damit irgendwo, don't hate the player, hate the game, so ist es halt. Ja, muss man auch hier zu ihrer Verteidigung sagen, es ist halt YouTube, so funktioniert das Spiel halt. Aber jetzt wisst ihr ja hoffentlich mehr als vorher. Wir haben jetzt viel über die Übungen gemeckert. Was sind denn gute Übungen für den Booty? Ist bestimmt auch interessant. Und da hätten wir natürlich die Kniebeuge, Kreuzheben oder rumänisches Kreuzheben. Wir haben den Hip Thrust, wir haben Split Squats, Bulgarian Split Squats, Ausfallschritte im Allgemeinen. Was fällt dir noch ein? Glute Bridges. Dann auch sowas wie Kickbacks. Kickbacks, Reverse Hyperextensions. Das Ding ist aber, es muss halt ordentlich Gewicht drauf. Also wie gesagt, Hypertrophiebereich, 8 Wiederholungen, 10 Wiederholungen. Und da muss man auch schauen, bei einer Kniebeuge trainiert man den Hintern ja aus der gedehnten Position. Und bei dem Hip Thrust in verkürzter Position. Deswegen macht es hier Sinn, verschiedene Übungen zu wählen und nicht immer nur das Gleiche in einem anderen Lack. Oder würdest du auch sagen? Absolut. Man kann ja mal vielleicht die Salome einblenden. Ich empfehle sie zum Beispiel immer, gerade Mädels, wenn die fragen, was kann ich so ein bisschen machen, weil sie einfach von der Übungsauswahl anders ist. Und sie hat ja auch von der Figur her, ist sie ja auch echt super in Form. Und sie ballert auch ordentlich Gewicht. Also wenn man guckt, Hip Thrust, da macht sie über 100 Kilo. Da hat sie kein Miniband mit 2 Kilo Hanteln und macht ein bisschen was. Sie macht da mehr Gewicht als ich tatsächlich. Aber das ist natürlich auch nötig, um eben so Muskelaufbau zu machen. Und ich glaube, die Leute können manchmal das Ganze nicht in Relation sehen. So Pam ist 1,65 groß und wiegt so um die 50 Kilo, 52 Kilo. Wenn man jetzt mal guckt, das ist an der Untergrenze, ist schon nicht mehr Normalgewicht zu Untergewicht. Sieht man vielleicht auf den Bildern oder den Videos nicht, weil man einfach keinen Vergleich hat. Aber so eine Salome, sie ist 1,57, also deutlich kleiner und wiegt halt dasselbe. Ist damit halt mitten im Normalgewicht, was man vielleicht als Zuschauer, der jetzt nicht aus dem Bereich kommt, vielleicht nicht das Auge dafür hat, vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ja, man muss halt auch gucken, was ist denn Muskeln? Pamela ist halt sehr schlank. Und man muss halt sagen, die meisten Leute werden nicht so aussehen wie sie, weil sie ja nicht ihre Workouts macht. Wenn man guckt, was Pam so erzählt in den Interviews, sie trainiert ja auch 4-5 Mal im Fitnessstudio mit Gewichten. Deswegen sieht sie so aus, wie sie aussieht. Natürlich auch Genetik. Und es ist überhaupt kein Diss gegen irgendjemanden. Jeder soll so aussehen, wie er will, solange er körperlich, psychisch gesund ist und happy damit ist, ist jeder anders. Aber wenn man halt sagt, man will sich verändern, man will dahin kommen, dann muss man halt auch wirklich ehrlich mit sich selbst sein und mit den Workouts und mit dem Trainingsplan und der Übungsauswahl, ob das das Richtige ist. Ein Coach Steph sieht auch aus, wie er aussieht, weil ich im Fitnessstudio trainiere. Ein Sascha Huber sieht auch, wie er aussieht, weil er mit Gewichten trainiert. Wir machen nicht unsere eigenen Workouts, sondern wir machen unser eigenes Training. Und selbst wenn ich mein eigenes Workout mache, dann mache ich das für mich. Mit meiner Pausenzahl, mit meinen Reps, wie ich für mich die Intensität brauche. Ich turne nicht vom Fernseher mit mir zusammen mit. Und das macht Pam ja auch nicht und die anderen YouTuber und Fitness-Influencer auch nicht. Und das war's auch schon. Jetzt kennt ihr unsere Einschätzung. Für was sind die Workouts gut?
für was nicht, was kann man damit erreichen, was nicht. Und ansonsten bildet euch weiter fort, guckt euch Videos an, ob sie jetzt von uns sind oder von anderen. Wir sind auch nicht perfekt, wir lernen auch immer wieder neue Sachen dazu, wenden die an. So entwickelt sich das Ganze, indem man sich halt damit auseinandersetzt. Ich habe auf meinem Kanal mehr Sachen für die Jungs. Wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Daniel, danke, dass du da warst. Er hat ein bisschen was mehr für die Mädels, ist so eher so seine Richtung. Ich verlinke euch seinen Kanal unten, guckt da auch gerne vorbei. Und ansonsten, viel Spaß beim Training. Haut rein, gebt Gas, seid positiv, habt Spaß dabei, dann macht ihr es auch lange. Und wenn man es lange macht, dann macht es auch Sinn. Coach Steph, wir sehen uns bis dahin. Peace.